Fleisch, Karotten und Äpfel. Moment, das Fleisch könnten wir auch hier mal in den Ofen schmeißen. Dann hätten wir nämlich wieder was zu naschen. Und ich hau mir mal ein paar Äpfel rein. Passt doch. So, Äpfel haben wir. Und dann brauche ich nämlich jetzt endlich mal mein Eisen. Wo habe ich denn das jetzt wieder hingepackt? Eisen. Ich habe doch noch Eisen. Ah, hier habe ich's. Hier habe ich Eisen. Okay, Erde kann mal weg. Das kann hier weg. Das brauche ich gerade nicht. Kies auch. Das auch, das auch, das auch. Alles mal schnell ein bisschen raus, wo ich gerade nicht brauche. Bäumchen schon. Karotten weg. Fackeln. Ja, kommt, nehme ich mit. Kürbisse weg. Stöckchen habe ich wieso genug. Obwohl, genug kann man nie haben. Ich habe hier noch Zäune, die nehme ich mit. Da haben wir Tore. So, gut. Ich mache mir nämlich jetzt gleich noch eine Eisenhacke. Also nicht Hacke, eine Eisenaxt. So. Gut, gut, gut. Eins, zwei. Und, kann ich nämlich die benutzen. Die ist ein bisschen schneller. Und dann würde ich sagen, wir gehen kurz ein bisschen nachpflanzen. Und gleichzeitig Setzlinge, also eben die Setzlinge und Holz sammeln. Ich muss jetzt danach wirklich schauen, ob das vielleicht besser ausschaut. So, ich habe ja hier noch die Zäune, also Torzäune hier. Also so doppelt. Ja, wahrscheinlich sieht das sogar noch besser aus. Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Ich pflanze hier mal ein bisschen nach. Da la 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 la. Aber ich glaube, das reicht wieso noch nicht so ganz. Mit dem Holz. So, so, so. Obwohl, ich habe ja noch ein bisschen Holz. Vielleicht warte ich noch mit dem Sammeln. Obwohl, ich bräuchte eigentlich schon Eichenbäumchen. Ach komm, wir machen zuerst den Rest. Und vielleicht wächst ja das in der Zwischenzeit. Und hier das Loch muss ich auch mal noch füllen. Das ist von einer Creeper-Attacke. So, also hier lasse ich auf. Dann ziehen wir uns hier lang. Und dann würde ich sagen, gibt es gleich einen Umzug von unserem Tierchen. War ja klar. So, ich mache da schnell eine Werkbank hier hin. So, und dann nehmen wir die Stöckchen. Hep, hep, und, ach komm, hep. Alles verarbeiten hier. So, und noch ein paar Zäune. Dass wir die auch gleich haben. So, und das, ja, wie viel, 16 Stück ist wahrscheinlich übertrieben. Ich mache mal 8 Stück. So, 8 Stück reichen sicher mal für den Anfang. So, kommt her. Dann ziehen wir hier weiter. Hip, hip. Und dann will ich da noch ein bisschen mit Knochenmehl auffüllen, dass es ein bisschen schön aussieht. Also mit Knochenmehl will ich hier noch ein bisschen Blümchen machen und so. Okay, dann baue ich das hier nämlich auch gleich mal um. Oder? Ist das ungerade? Nee, da geht es sogar auf scheinbar. Kann das sein? Moment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Echt? Super! Da kann ich nämlich hier doch das Tor reinpacken. Und dann da drüben wird das dann auch aufgehen. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wieso geht das nicht auf? Mist. Ich verstehe das gerade nicht. Moment. Momentchen. Ist das hier länger? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Hier habe ich das auch so durchgezogen. Und hier drüben habe ich das auch hier so durchgezogen. Es könnte höchstens sein, dass hier was nicht stimmt. Aber das stimmt ja auch. Das sind 1, 2, 3. Das sind auch 1, 2, 3. Also das stimmt ja. Ich glaube, es ist einfach eine ungerade Zahl wahrscheinlich. Hier wiederum. Naja, vielleicht kann ich im Moment gerade nicht sehen. Aber ich würde mal sagen, optisch sieht es gleich aus. Okay, egal.
Dann mache ich da nämlich einen Wechsel, da kommt ein Zaun hin. Und dann mache ich nämlich hier das Tor. So, dann nehme ich das hier wieder raus, den Kies hier. Und das müssen wir nachher natürlich noch mit Steinchen auffüllen, irgendwo, irgendwie. So, genau. Dann hier müsste ich einen Doppelzaun machen. Dipsy, bleibst du kurz da, wo du bist? Das wäre lieb, dann muss ich dich nicht einfangen gehen. Ja, klappt doch. So, hier. Nee, hier. Muss ich rausnehmen. Und hier kommt's rein. So. Hep. Nein. Klappt nicht so, wie ich will. So. Das muss ich kurz überall noch rausnehmen. Und dann müssen wir echt mal kurz ein bisschen Kies besorgen und Steine. Vielleicht kann ich dort drüben bei der Tinkerbell hat sie ja vielleicht noch eine Höhle mit Kies, wenn ich Glück habe. So, Dipsy, komm mal mit, Kleines. Wir müssen kurz rüber. Und hepp. Und Abflug. Ich will das mal kurz von oben anschauen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das gefällt mir. So. Sturzflug. Und, ups, nicht so tief. Ach nee, jetzt wird schon wieder dunkel. Muss das sein? Juhu, seht ihr, da habe ich Kies. Dann baue ich nämlich das einfach gleich ein bisschen ab. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Kies. Hopp. Da ist ja die Höhle. Also, ich mache da Tinkerbell nichts kaputt. Also, ja, ich habe hier gelesen. Ach nee, jetzt die Schaufel auch noch kaputt. Egal, wir machen schnell eine. Ich habe gelesen, ihr möchtet, dass Tinkerbell, wenn sie baut, das aus ihrer Sicht zeigt, also eventuell sogar aufnimmt. Ich muss mal ihr das noch mitteilen, weil diese Nachricht habe ich erst heute gesehen, weil das heute erst geschrieben wurde. Und ich frage sie mal, ob sie Lust hat, das von ihrer Sicht aus hochzuladen. Kann da nichts versprechen, aber ich sag's ja auf jeden Fall. Oh, hier gibt's ja noch Eisen. Au! Stirb, stirb! Also, ja, auf jeden Fall, ich schau mal. Was natürlich auch möglich wäre, dass sie natürlich immer wieder mal besuche, also zeige, was sie macht gerade. Aber ich glaube, sie wollte das schon. Ich sag's ihr einfach mal. Schauen wir mal, was wir da machen können, ne? So, was haben wir hier? Ah, Geist! Musst du mich so verschrecken hier? Komm her. Ja, aber ich bin jetzt eigentlich hier nicht unterwegs zum irgendwas erforschen. Ich wollte eigentlich nur zwei, drei Sachen, nämlich Stein und Kies. Und das hole ich mir jetzt einfach gleich. Dann kann ich nämlich die Straßen da hinten fertig machen, ne? Sonst werden wir noch tappert hier. So. Lalalalalala. So. Ich weiß gar nicht. Kohle muss ich eigentlich gar nicht wirklich groß mitnehmen. Für was auch? Ist eigentlich gar nicht so dringend. Weil Kohle haben wir so viel. Und ich nehme einfach. Ich denke, ein Stack wird schon reichen für den Anfang. Ich will nicht so lange. Es wird nämlich schon dunkel. Ja, ja. Ich muss mal schauen wegen Dipsy. Nicht, dass Dipsy uns drauf geht. Dipsy! Ich will hier hoch. Hopp, hopp. Komm, wir gehen wieder, Dipsy. Das ist mir hier zu gefährlich. Komm. Oh, hepp. Ha, das leuchtet so schön. Juhu. Dipsy, hier rein. Hopp, komm. Hepp. So, da gehe ich aber nochmal pennen kurz. Es ist schon wieder Nacht. So. Jo, gut Nacht. Morgen! So, weiter geht's! Haha! So, jetzt habe ich ja ein bisschen Stein und ein bisschen Kies. Sollte zumindest reichen für Kleinigkeiten hier. Also, wir haben. Wo habe ich jetzt das Kies? Hier, Kies, Kies, Kies. Und dann muss ich das wie so mal hier zumachen. So, so, so. So, so, so. Und hau das hier weg. So, gut. Und jetzt muss ich das nämlich abändern, weil hier haben wir ja jetzt sozusagen
den Gang. Kommt nämlich hier Kies hin. So als Weg Macchio. Dann hier haben wir einen Doppelweg. Hier und hier. Das gleiche da. So, und dann fülle ich das wieder auf. Krieg wieder Steinchen. Da muss ich zumachen und hier hauen wir auch raus. Ah, da habe ich noch gar nicht angepasst. Alles klar. Moment. Hier, hier. Dann mache ich das nämlich gleich mit dem Tor zuerst. So, Futter weg. Muss ich da nämlich das Tor einsetzen. So. Und hier kommt dann kein Tor, sondern ein normaler Zaun. So, jetzt passt's. Gut. Hier Kies und passt. Wunderbar. Da können wir dann hier rein. Vielleicht nehme ich auch das noch weg. Sieht das besser aus? Bin ich mir ehrlich noch nicht so ganz sicher. Ah, ich lasse das jetzt einfach mal kurz so. Wir können es ja immer noch ändern. So. Wir haben ja noch Zäune, aber die brauche ich gerade nicht. Jetzt brauchen wir dringend Holz. Wir brauchen ein paar Stämmchen. Oh nee, da hat's ein Creeper. Ihr habt die schon gesehen, Creepy. Du mache nicht Boom. Nee, nee. Komm her, Creepy. Stirb, Creeper. Nein, nein. Komm jetzt her. Also, geht doch. Aha. Jo. Dann machen wir hier weiter und holen uns kurz noch ein paar Holzstämmchen, dass ich da gleich noch abschließen kann beim Zaun. So, haben wir das nämlich auch schon fast. Lalalala. Wo habe ich das Holz? 10 Stück? Reicht wahrscheinlich nicht. So, aber hier und hier. Hep. Da muss ich wieso noch schauen, sonst springen die mir dann raus, ich weiß. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Obwohl, da haben es die Schafe. Nie versucht. Das kann aber auch einen anderen Grund haben. Naja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, dass wir hier quasi so eine Art Durchgang machen. Wisst ihr, was ich meine? So aus Holz. Hep. Ja, es reicht halt nicht, aber so. So ein Durchlauf. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das aus Holz mache, aber ich denke schon. Das sieht sicher gut aus. Ich hole noch mal ein bisschen mehr Holz. Ja, ja. Also manchmal wäre nicht schlecht so ein Timber Mod. Dann wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen schneller mit dem Holz sammeln. Oder mal so eine Frage. Darf ich mal offscreen ein bisschen Holz sammeln? So ein bisschen. Also nicht übertreiben, vielleicht so mal 4-5 Stack voll, muss ja nicht gleich übertreiben, weil ich merke schon, das ist ja nicht so spannend, wenn ich hier am ganzen Zeit Holz sammeln bin. So, der Baum ist ja immer noch da. Habe ich ja immer noch nicht weg. Ah, da hat es noch ein Stück. Ja, da wächst einfach nicht nach. Ich glaube, ich muss nachher doch mal das Knochenmehl holen und hier ein bisschen nachhelfen. Dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Mit dem Holz wachsen. So. Und so. Obwohl ich glaube, das wäre wahrscheinlich dann schon zu viel. Ja, ich muss das testen. Vielleicht machen wir das nur in der Mitte. Also hier. Hep. Also so ein Durchgang quasi, ne? Da geht's hier durch. Und da geht's hier weiter. Mache ich auch gleich mal. Dann würde das auf die Höhe kommen. So. Das müsste sich... Ja, das stimmt das. Out. Ja, dann könnte ich das nämlich wieder abändern. Dann passt es nämlich auch. Jetzt muss ich ja mal schauen. Das ist eins höher, oder? Hier. Hier. Ich könnte das natürlich hier auf dieser Seite komplett überdachen. Aber das wäre zu viel. Nee. Das mache ich nicht. Das ist zu viel. Das wäre zu viel des Guten. Das lassen wir mal. Es war ja nur so eine Idee. So. Aber ich werde das sicher irgendwo noch machen, aber ich glaube nicht hier. Oder wenn, dann Eingang und Ausgang.
oder so, aber nicht hier auch noch. Sonst wird das zu viel. Oh, ein Creepy. Wie schön. Oh. Oh, oh. Ich hatte Leck. So gemein. Oh, Menno. Tja, Leute. Ich hatte gerade echt Leck. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Dann müssen wir leider kurz hier ein bisschen auffüllen. So. Die zwei nehme ich natürlich mit. So, so, so. Hep, hep, hep. Hep, 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 hep. Ah, da unten hat es halt jetzt ein kleines Loch, aber das ist nicht so schlimm. Und die Erde reicht nicht. Okay, hier kommt wieso wieder Kies rein. Und dann der Zaun. Zaun, Zaun, Zaun und Tor. So, ich hole noch kurz Erde, dass ich das hier abschließen kann. Hey, Dipsy, was machst du dort oben? So, Erde, Löcher stopfen. Oh, hep. Da vielleicht nachher doch noch ein Fensterchen hin. So. Genau, hier noch zu. So, jetzt passt es.